Die Altmeisterfeier der Handwerkskammer Koblenz. Es ist zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, dass die HWK Handwerkerinnen und Handwerker mit 50, 60 und sogar 65-jährigem Meisterjubiläum in feierlichem Rahmen auszeichnet. 140 goldene, diamantene oder sogar eiserne Meisterbriefe wurden in diesem Jahr durch HWK-Präsident Kurt Krautscheid überreicht, der zu Beginn der Feier im Zentrum für Ernährung und Gesundheit auch auf persönliche Erinnerungen an seine Meisterprüfung einging. 1984 kam Kurt Krautscheid zu Meisterehren im Dachdeckerhandwerk. Das liegt 31 Jahre zurück und ist im Vergleich zu den Meisterjahrgängen der Feier eher auf Jungmeisterniveau. Krautscheid lobte die Leistungen der Jubilare, die deutsche Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben und sich für das Handwerk als Meister stark gemacht haben. Viele führten Unternehmen fort oder gründeten welche, die anschließend über Jahrzehnte wuchsen, in denen ausgebildet und Arbeitsplätze gesichert wurden und die für ihre Kunden da waren. Die Altmeister können mit Stolz auf ein Lebenswerk zurückblicken, das eng mit dem Meisterbrief verbunden ist. Für die Handwerkskammer ist die Ausrichtung einer solchen Feier nicht nur eine angemessene Wertschätzung, sondern auch Selbstverständlichkeit, weil wir sehr stolz darauf sind, unsere Handwerksmeister auch nach 50, 60 oder 65 Jahren noch in unserer großen Handwerkerfamilie dabei zu haben. Man kann wirklich merken bei so einer Feier, einmal Handwerksmeister, immer Handwerksmeister und hält wirklich ein Leben lang. Und das sind noch meine Eindrücke, die ich gewonnen habe, als ich die Ehrenmeister persönlich gratulieren durfte. Es sind ganz tolle Einzelgeschichten bei und sehr schön, sie heute hier zu haben. Ja. Die persönliche Gratulation aller Meisterjubilare durch HWK-Präsident Kurt Krautscheid, der die Auszeichnung individuell vornimmt, schließt eine Begegnung der besonderen Art ein. Denn nicht nur für die Handwerkssenioren ist diese Form der persönlichen Ansprache etwas Besonderes. Auch für den Kammerpräsident ist das ein festliches wie auch emotionales Erlebnis. Denn die gestandenen Handwerkerinnen und Handwerker äußern auch immer wieder persönliche Erinnerungen und Geschichten, die sich mit dem Meisterbrief verbinden und zurückreichen in die Jahre des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch in die Wirtschaftswunderjahre der 60er. Mit Werner Schneider wurde ein Altmeister ausgezeichnet, der 1950 im Schmiedehandwerk seine Meisterprüfung bestand. Ein Kurzfilm porträtierte ihn, wie auch Friseurmeisterin Monika X. Engers am Rhein. Es ist die Heimat des 89-jährigen Schmiedemeisters Werner Schneider. Bereits 1950 hat er seine Meisterprüfung absolviert und ist damit ein eiserner Altmeister. Doch auch für den rüstigen Handwerkssenior gilt, es hat alles einmal in jungen Jahren angefangen. Mitten im Krieg hat er seine Lehre bei Winkler und Dünnebier in Neuwied begonnen. Erinnerungen. In der Lehrwerkstätte hatten wir auch eine Schmiede und das hat mich dann immer mehr begeistert, das Handwerk weiterzumachen. Aber bei Winkler und Dünnebier, die haben ja Schokoladenfabrik, war das ja, die haben ja Schokoladenmaschinen gebaut. Das war nicht mein Metier. Also hier das mit der Kunst. Und das mit Zeichnen und Verformen, das war mein Leben. Die Freude am Formen und Zeichnen fand sich fortan nicht nur in den handwerklichen Arbeiten wieder. Damit seine Kunden klare Vorstellungen von den anzufertigenden Arbeiten erhielten, zeichnete Werner Schneider das, was später am Schmiedefeuer in Metall entstehen sollte. Der Funke sprang schnell auf die Malerei über. Und nicht nur zahlreiche Bilder entstanden, auch eine ganze Werkstatt kam ab 1950 hinzu. Dem Jahr, als Werner Schneider seine Meisterprüfung bestand. Und dann ist auch hier die Werkstatt entstanden, zu der Zeit, wie ich die Meisterprüfung gemacht habe. 1950 ist das Haus hier gebaut und auch die Werkstatt hier. Sodass wir also dann uns selbstständig gemacht haben. Und ich habe hier dann neu begonnen. Mit Ausbildung, weil wir jetzt die Meisterprüfung hatten, konnten wir ja auch Lehrlinge ausbilden. Und da hatte ich dann eine ganze Portion Lehrlinge im Laufe der Zeit gehabt. Ich erinnere mich, es waren über 18 Lehrlinge, die mir ausgebildet haben. Ich bin stolz darauf gewesen. Und so habe ich dann auch immer gehalten. Seinem Handwerk und seiner Schmiede hielt der heute fast 90-Jährige ein Leben lang die Treue und freut sich nun über den eisernen Meisterbrief. 65 Jahre trennen diesen vom Originalmeisterbrief.
Eine lange Zeit. Und doch kennt Werner Schneider den Meisterspruch von damals Wort für Wort, Zeile für Zeile. Wenn Sie hier meine Einfahrt reinfahren, ist auf der rechten Seite ein Meisterspruch. Den hat meine Frau mir nach der Meisterprüfung, die hatte so eine Ader, poetische Ader, und hat mir einen Meisterspruch gemacht, der lautete: Möget meine Sach mit Gunst besehen, mit Wohlwollen. Die Kunst muss durch das Handwerk gehen, der Geist, er sei so schön wie Zier, Gestängergriff, die Zügel führt, auf das das Eisen sonst nicht gewillt in ein Leuchtgebild, das ohne Zorn und Hass den ewigen Ode merken las. Mir zur Ehr, dem Herr zum Preis, so war ich Meisterschneider heiß. Boppard am Rhein. Hier lebt Monika X. 1944 geboren, wuchs sie Tür an Tür mit dem Friseursalon der Tante auf und verliebte sich früh in das Friseurhandwerk. Doch die Mutter hatte ganz andere Pläne und wollte Tochter Monika in die höhere Schule zu den Nonnen schicken. Ja, ich sollte natürlich zur höheren Schule von meiner Mutter aus. Und auch die Lehrerin, die hat damals noch mitgeholfen. Friseuse, hat man ja gesagt, wie können Sie Ihr Kind Friseuse lernen lassen? Das ist auch kein Beruf, ne? Ja, wie gesagt, da habe ich gesagt, zu den Nonnen oben in die Schule gehe ich nicht. Ich will Friseuse, hat man ja früher gesagt, heißt sie heute Friseurin, und will den Beruf lernen. Und war auch vollstens glücklich damit. Und ich würde dir heute, wenn ich noch mal gefragt wäre, oder sofort wieder machen, käme nichts anderes in Frage. Mit 14 beginnt Monika ihre Ausbildung im Salon der Tante und hat bis heute ganz besondere Erinnerungen an jene Zeit. Mit 14 bin ich in die Lehre, ja, und mit 17 ausgelehrt, bei der Tante natürlich. Ja, wie waren die? Viel Betrieb und viel mehr zu tun eigentlich wie heute. Es gab ja nicht so viel Konkurrenz und der halbe Hunsrück kam ja noch zu uns. Also die Geschäftszeit, es wurde so gearbeitet, wie die Kundschaft kam. Und mittags, ja, dann wurde auch eben mal nur so ein Happen gegessen und dann durchgearbeitet. Zumal ich ja hier bei der Tante war und nebenan gewohnt habe. Immer zu Diensten. Immer zu Diensten. Dies galt im übertragenen Sinne für alle 140 Jubilare des Tages, die immer für das Handwerk, für Mitarbeiter und ihre Kunden da waren. Eine außergewöhnliche Leistung, für die es viel Dank und Anerkennung gab. Die Altmeisterfeier selbst, auch sie ist Ausdruck dafür. Mehr Informationen zur Altmeisterfeier der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Magazin Handwerk Spezial, das am 10. Oktober in der Rheinzeitung erscheint. Die Online-Ausgabe ist nachzulesen unter handwerk-spezial.de.